Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe es mir hier erstmal ganz gemütlich gemacht mit einem Kaffee. Denn ja, so langsam läute ich so die gemütliche Zeit für mich ein und da gehört für mich immer ein Kaffee dazu. Ja, und wir starten heute wieder in den Freitag. Heute unter dem Motto Happy New Year. Und ja, also nehmt euch auch gerne einen Kaffee oder einen Tee. Es könnte nämlich heute wieder etwas länger dauern, denn ja, zum einen habe ich einige Inspirationen für euch und zum anderen kommen heute wieder wunderschöne neue Produkte in den Shop. Und deswegen, ich würde sagen, starten wir. Also, ich starte heute aber mal mit den neuen Goodie-Stempeln, die es geben wird, wenn ihr bestellt. Ihr kennt es ja schon von der ersten Goodie-Runde, dass ihr bei verschiedenen Bestellwerten euch von den Goodies Stempel aussuchen könnt. Genau, und da gibt es jetzt eine neue Serie und ich zeige euch jetzt einfach mal, was ihr euch mit dazu ordern könnt. So, da gibt es einmal nämlich ein wunderschönes Happy Birthday hier mit einer Wunderkerze und hier mit diesem Papierflieger und diesem Kuchenstück. Finde ich sehr, sehr cool. Das nennt sich dann auch Happy Birthday. Dann gibt es einmal dieses Goodie, Focus on the Good. Dann hier so skizzenmäßig eine Yoga-Figur und hier so ein Pfeil. Genau, also immer das, was drauf ist, so heißen die Sets dann auch. Das gibt es. Dann ein Du schaffst das mit auch einem Papierflieger, einem Smiley und einer Glühbirne. Sehr cool. Dann hier gute Besserung. Mein Herz ist bei dir. Und hier so Blümchen und hier so ein Pflaster mit Blümchen. Auch sehr, sehr süß. Und die Schrift finde ich immer sehr cool. Es ist immer so ein bisschen was Geschwungenes und dann hier aber so was Grafisches. Für mich sind das wieder perfekte Stempel für Postkarten. Da werde ich mir auch zeitnah ein paar abstempeln, denn mein Kartenständer ist auch schon wieder leer, was das angeht. Ich lege die immer gerne mal ab und zu bei einem Paket mit rein. Und deswegen, All you need is love. Und dann hier so Musiknoten, auch sehr schön. Könnt ihr überhaupt sehen? Ja. Wie schön, dass es dich gibt. Mit einem Händeherz und hier solche eine Herzreihe. Dann weißt du eigentlich, wie toll du bist. Und das ist so eine typische Postkarte, die kannst du ja wirklich jedem einfach, den du gerne hast, einfach dazu packen. Wenn er mal ein Paketchen bekommt und oder auch einfach so verschicken, ne? Also es gibt ja hier so, oh, ich weiß gar nicht, ob sie gerade griffbereit habe. Ich stopfe die immer so ein bisschen weiter weg. Es gibt ja hier solche Postkartenrohlinge. Meine sind schon ziemlich leer. Muss ich mir mal wieder nachordern. Und da habt ihr hier, jetzt habe ich hier wieder die super gute, hier mal eine saubere. Da habt ihr hier so ein Rohling, könnt ihr was draufstempeln und könnt es dann einfach verschicken. Und das finde ich mega cool, weil dafür sind diese Stempel halt ideal. Ich habe meine Rohlinge bei Amazon bestellt. Ich gucke mal, ob ich es noch finde. Wenn ich es finde, dann verlinke ich euch das. Die gibt es auch nicht nur in Weiß, die gibt es auch in Kraft. Also beides. Da habe ich allerdings noch nicht so viele verwendet. Genau, das sind immer so 100 Stück. Und die sind eben genau für das, finde ich persönlich ideal. Ihr könnt natürlich auch Karten damit machen, aber ich werde dafür verwenden. Dann gibt es einmal dieses hier. Thank you, grazie mille, merci beaucoup, vielen Dank, muchas gracias, obrigado. Jo. Und die anderen beiden, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Genau. Und da unten nochmal so Blümchen. Aber das ist jetzt ein zusammenhängender. Bei dem hier waren jetzt zum Beispiel noch Sternchen mit dabei. Dann gibt es, der Sinn des Lebens ist die Liebe. Auf jeden Fall. Dann hier so ein geskribbeltes Herz aus einer Linie und ein Pfeil. Und dann einmal, komm, lass uns einfach machen. Glühbirnen, die finde ich so schön gezeichnet. Ich mag das ja, wenn das so ganz, ja, wie so Icons ist, so grafisch. Und dann auch noch so dünne Linien. Gefällt mir richtig gut. Und dann hier so eine Herzgirlande, auch sehr süß. Und dann gibt es hier noch gute Reise, komm bald wieder, Berge, Meer, gute Zeit, Erholung.
Urlaub und dann hier so ein Wegeschild. Da kann man das da reinstempeln. Ja, so je nachdem, wenn hier unten mehr passt hier rein, könnte die, glaube ich, auch hier reinstempeln. Genau. Und der letzte, den ich habe, ist Lass uns feiern. Und da gibt es hier auch wieder so eine wunderschöne Girlande. Genau. So, und das sind jetzt 3, 5, 6, 9, 10, 12 Goodies. Ich glaube, das sind tatsächlich sogar alle, die es geben wird. Und genau, da könnt ihr euch dann pro Bestellwert, ich weiß es, glaube ich, nicht mehr ganz auswendig, aber ich glaube 89 €, 180 und 360. Also nagelt mich da jetzt nicht fest, aber es gibt irgendwie 3 Stufen und pro Stufe könnt ihr verschiedene Goodies dann auswählen. Genau, so, das dazu. Ich würde sagen, ich starte wieder mal mit dem Adventsspaßpaket von dieser Woche. Das sieht diese Woche nämlich so aus. Ihr habt jeweils 2 Bögen Papier, also einmal dieses Designpapier hier. Finde ich wieder sehr schön für Verpackungen. Und wieder weißes Papier, ganz klassisch unifarben. Ein Stempelset von der lieben Carola, und zwar dieses hier. Finde ich sehr, sehr schön, nennt sich Adventsspaß Merry and Bright. Und ihr habt hier ganz viele englische Sprüche drin. It's beginning to look a lot like Christmas. Walking in a winter wonderland. I'm dreaming of a white Christmas. Noel, Merry Xmas, Merry and Bright, let it snow. It's the most beautiful time of the year. Joy the world, mistletoe kisses, holiday wishes. Holy Night, Silent Night. Und hier noch so ein Ho, Ho, Ho. Und dann hier so grafische Bäumchen, ein paar Sternchen. Also Sterne sind hier einige diesmal drin. Eine Mini-Schneeflocke, also wirklich Mini. Und dann hier nochmal eine größere. Und dann die Bäumchen hier auch in 4 Größen. Und dann ist hier auch nochmal eine Schneeflocke und eine 24. Und hier ist noch eine richtig große Schneeflocke. Also ein richtig vollgepacktes Set. Und ich finde das hier zum Beispiel besonders schön, weil wenn ihr euch das abstempelt und dann hier vielleicht noch unten andeutet, dass das wie ein Tannenbaum ist, dann habt ihr hier so eine sehr einfache, schnelle Karte, finde ich. Also richtig schön. Und ich mag auch diese Sprüche hier total gerne. Die sind wunderschön zart. Ja. Also auch wenn sie englisch sind, ich mag das auch gerne. Das mag ja nicht jeder. Aber ich benutze es tatsächlich öfters mal auch, englische Sprüche zu benutzen. Ja, ich habe heute sogar 2 Inspirationen, da habe ich das auch gemacht. Und genau. Dann gibt es noch eine Stanze dazu. Die ist hier die Tannenbaum Trio 2 Stanze. Ich glaube, die kommt heute auch noch so in den Shop, also nicht nur im Adventsspaß. Und das ist die zweite Stanze von diesen anderen Trio-Bäumen, die wir letzte Woche hatten, die ihr euch entweder dann mit dem oder mit dem Aufleger hier zusammenbauen könnt. Genau. Das war einmal das. Ich habe es leider diese Woche nicht geschafft, den Adventsspaß zu basteln. Dafür habe ich ein paar andere Sachen für euch geschafft. Und ja, unter anderem das Mittwoch-Spezial. Hatte der ein oder andere ja vielleicht mitbekommen, da gab es jetzt hauseigene Teflon-Falzbeine. Einmal hier dieses, dann dieses und dieses. Und ich hatte euch gezeigt, dass ich hier mein eigenes Buch gebunden habe. Und da habe ich eben das hier vor allem gerne verwendet und auch das, beziehungsweise ich habe das hier noch in der Nummer größer. Nicht vom Kreativdepot, aber ich liebe die Teflon-Falzbeine. Die liegen so toll in der Hand und man kann richtig toll damit falzen. Also ich liebe sie wirklich sehr. Genau, und da habe ich euch gezeigt, wie ich hier dieses Buch gemacht habe. Und so ist es am Ende dann geworden. Bin ich auch ein bisschen stolz nach wie vor drauf, dass ich das so hingekriegt habe, weil das so ein bisschen meine ersten Versuche waren. Ich habe ja noch ein zweites davon gemacht. Und jetzt muss das aber auch ganz, ganz fix in die Post, weil sonst kommt das nicht mehr rechtzeitig an. Und das wäre auch richtig blöd. Also, wen es interessiert, das war das Mittwoch-Spezialvideo, findet ihr bei YouTube auch in meiner Liste. Genau. Dann einmal das. Dann, wo mache ich weiter? Heute ist so viel. Ich muss erst mal mich sortieren. Ich glaube, ich mache mal weiter mit
den Cut in den Postfoldern. Da gibt es heute neue und hier ist irgendwie, keine Ahnung, Dreck drin. Das Set hier nennt sich Cut in den Postfolder Dudelhäuser Xmas Klein. Und hier habt ihr so richtig süße kleine Häuschen. Oder Schrägstrich auch Text, ne? Weil für mich ist das jetzt nicht unbedingt ein Häuschen. Das könnte jetzt auch so ein kleiner Text sein, wie so ein Pfeil. Aber das kann man jetzt sehen, wie man mag. Ich finde, dass man eben dann dadurch, wenn man das jetzt nicht unbedingt als Haus nur wahrnimmt, das nochmal weiter nutzen kann. Zum Beispiel der Stern hier oder das. Kann man dann auch nochmal anderweitig verwenden. Oder auch hier, das für dich, ne? Auch sehr, sehr hübsch. Und da habt ihr hier solche Sternchen, ein Ho, 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 ein Sternenzauber, Bäumchen, eine Kugel. Ist kein Kranz, oder? Ist eine Kugel. Also ich würde es als Kugel interpretieren. Eine Girlande und das gibt es einmal. Dann gibt es einmal nochmal schöne Anhänger und zwar diese hier. Nennt sich Cut and Emboss Folder schlichtes Gandhi-Anhänger. Die beiden Prägefolder sind hier 11 x 15,5 und hier habt ihr drei Anhänger, einmal ein Kranz, ein Häuschen und das Bäumchen. Das haben wir jetzt ja schon öfters, das gibt es auch als normalen Prägefolder. Es gibt es als Siegel, genauso das hier gibt es, ich meine auch als Folder und als Siegel. Bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, irgendwie kommt mir das Motiv sehr bekannt vor. Genau. Dann gibt es einmal dieses Set hier. Das ist Cut in Emboss Folder Lebkuchenhäuser. Und da habt ihr hier vier so kleine Häuschen, die eben so gezeichnet sind, wie wenn das kleine Lebkuchenhäuser sind. Deswegen auch diese dickeren, auch etwas unregelmäßigen Linien. Genau. Und dann gibt es noch einen. Das ist so ein bisschen mein Favorit von dieser Woche. Und zwar dieser hier. Der nennt sich Cut in Emboss Folder Winterkreise. Und da habt ihr hier so ganz tolle, so eine Tannenbaum-Silhouette. Genauso hier unten mit so Schnee und hier noch mit einem Mond. Dann hier ein Kranz. Also finde ich sehr, sehr hübsch. Da kann ich mir das auch wieder sehr gut vorstellen. Einfach nur diesen Kreis ausgestanzt und geprägt und dann einfach nur ganz zarten Spruch. Das würde mir persönlich schon reichen. Genau, das waren die Cut in den Boss Folder von dieser Woche. Und dann gibt es noch einen ganz normalen Prägefolder, und zwar diesen hier. Der nennt sich Embossing Folder Herzweidenkranz. Und dazu gibt es heute auch eine Stanze. Und die sieht so aus, ist fast die gleiche Größe. Ich glaube, das ist ein bisschen kleiner. Und das ist Winterweidenherz. Und damit habe ich auch was gemacht, denn ich habe damit eine Weihnachtskarte gebastelt. Ich habe nämlich dieses Winterweidenherz mehrmals ausgestanzt und habe mir hier so ein bisschen im 3D eine Karte damit gestaltet. Eigentlich auch super nutzbar für eine Hochzeitskarte, weil Herz geht auch für viele andere Kartenthemen. Und dann habe ich hier einen meiner Lieblingsprägefolder im Hintergrund verwendet. Der ist einer von Sizzix. Ich kann euch gerade nicht sagen, wie er heißt, aber den habe ich schon öfters mal hier auch gezeigt. Und den gab es letztes Jahr im Shop mal kurzzeitig, aber der ist einfach so mega, mega schön. Der passt halt so oft und so gut in Hintergründe, deswegen liebe ich den auch sehr. Ja, dann habe ich hier einfach noch einen Spruch gestempelt aus einem neuen Stempelset, zeige ich euch gleich. Und dann hier nur ein paar Colliros in Black Mecha und ich glaube Moongold war das. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Funkelt so ein bisschen dezent. Und dann hier eine kleine Schleife aus diesem Schleifenset, was es auch schon länger im Shop gab oder gibt. Und ja, ruckzucki war eine Karte fertig. Ist vielleicht nicht so eine ganz klassische Weihnachtskarte, aber ich finde sie trotzdem sehr schön. Und dieses Design kann man auch, wie gesagt, perfekt für eine Hochzeitskarte umwandeln. Es muss nicht zwangsläufig eine Weihnachtskarte sein. Genau, dann zeige ich euch mal das Stempelset dazu. Denn das ist einmal dieses hier. Nennt sich Designline gesegnete Weihnachten.
Und da habt ihr ganz viele verschiedene schöne Sprüche drin. Und eben auch hier dieses gesegnete Weihnachten. Einmal hier, Weihnachten, die schöne Zeit, Glocken klingen weit und breit, Kerzenlicht in jedem Heim, Frieden soll auf Erden sein. Zur Weihnachtszeit darfst du wissen, dass Gott nicht auf dein Äußeres schaut, vor allen Dingen sieht er in dein Herz. Das Wunder der heiligen Nacht schenke dir Frieden und Zuversicht. Wir wünschen euch Licht und Frieden zur Weihnachtszeit. Und Weihnachtszeit, jetzt wird es ein bisschen schwieriger zu lesen, weil es ein bisschen klein ist. In stiller Bedacht erinnern wir uns an, was der Herr uns gebracht. Er schenkte uns Freude und zeigte uns Mut, gab uns vollkommen Liebe, unser höchstes Gut. Habe ich zwar noch nie gehört, aber steht wohl bei Samuel 16,6. Ja, und dann haben wir hier noch ein paar Sternchen. Und hier, das erspare ich euch jetzt, dass ich das vorlese, nochmal ein Stempel, den habe ich auch verwendet und ich zeige euch auch gleich, wie ich ihn verwendet habe. Denn das ist für mich so ein richtig toller Hintergrundstempel gewesen diese Woche. Ich habe nämlich, ich packe das mal kurz zur Seite, diesen Stempel sehr ausgiebig genutzt, aber ein bisschen in einer anderen Kombination mit Karten. Ihr wisst ja, ich koloriere super, super gerne, und da habe ich ja auch noch so eine zweite Leidenschaft für CC-Design. Und da habe ich nämlich hier diese zwei Kärtchen mitgewerkelt. Da hatte ich nämlich hier die zwei Püppis koloriert. Und dafür habe ich dann im Hintergrund diesen tollen Stempel hier verwendet, ne? Also ihr seht, der ist so ein bisschen verschnörkelt. Ja, und ich war da ein bisschen sehr verliebt in den Stempel und habe ihn dann hier und hier so wirklich als Hintergrundstempel verwendet und dann meine Püppis hier platziert. Ja, also man muss nicht immer so einen Spruch unbedingt als Spruch wahrnehmen, sondern man kann damit auch grafische Hintergründe umsetzen. Deswegen habe ich mich sehr über das Set gefreut. Okay, wo mache ich weiter? Ich mache weiter mit Stanzen. Es gibt nämlich heute von Katas Atelier, sagt mir jetzt nichts, ein Sternenset, und zwar Sternanhänger groß und Sternanhänger mittel. Und wenn ihr euch diese Sterne ausstanzt, das seht ihr hier, das wird hier nicht durchgestanzt, sondern das wird hier nur angestanzt. Und dadurch, dass das so ist, könnt ihr euch diese Sterne so 3D-mäßig drehen. Also ihr könnt es einmal, ist schwer zu erklären. Ich habe es jetzt leider nicht ausgestanzt, aber man kann die wirklich so zu einem 3D-Stern formen. Da schaut gerne mal bei den Inspirationen, bei den Mädels aus dem Design-Team. Da haben die ein oder andere, hat nämlich diesen Stern schon gebastelt oder ihr seht es ja auch im Freuflyer. Sehr, sehr cool. Kann man sich auch an den Tannenbaum hängen, finde ich, wenn man das aus einem coolen Papier ausstanzt. Und das ist hier einmal der große. Der ist dann halt vom Volumen her ein bisschen mächtiger wie der kleinere hier. Aber oder ihr könnt es auch irgendwo mit dranhängen an irgendein Geschenk. Finde ich auch sehr, sehr hübsch. Weil dadurch, dass es so 3D ist, sieht es natürlich auch total spannend aus auf einem Geschenk. Genau. Dann einmal das. Ich muss mal hier schauen, wo ich mich jetzt hier weiter ausbreite, weil tatsächlich ich hier, keine Ahnung, sonst meinen Kaffee vom Tisch gleich schiebe. Es gibt heute noch ein paar Wortstanzen. Für mich meine neuen Lieblingsstanzen, weil ich das so mega schön finde, dass es hier einmal einen Hintergrund gibt und dieses Zarte hier vorne könnt ihr dann einfach draufkleben und dann habt ihr das schön hinterlegt. Weil das ist ja oft, dass man, wenn man so zarte Schriften hat und die irgendwo drüber klebt, dann sieht das manchmal auch nicht so toll aus. Aber hier habt ihr dann die Möglichkeit, das nochmal zu hinterlegen. Das hier ist das Wortset Adventszeit. Dann gibt es das hier nochmal mit dem Wortset Advent. Und es gibt nochmal das Wortset Feiertage. Und bisher gab es, glaube ich, noch Weihnachten. Kann auch sein, dass es noch mehr gab, aber nee, ich glaube nur Weihnachten. Auf jeden Fall, diese drei gibt es dann jetzt noch dazu. Und ich finde sie richtig toll. Ich hoffe, da kommen noch
mehr tolle Schriften, die dann auch außerhalb von Weihnachten sind, weil ich solche Schriften sehr gerne nutze und sie sehr liebe. Genau, dann bleibe ich noch mal bei Weihnachten. Es kommt nämlich noch mal ein Bundle, und zwar dieses von der lieben Steffi von Stilfein Design. Einmal dieses hier und die passende Outline-Stanze. Nennt sich Himmlische Feiertage, und die habt ihr so eine schöne Kirchensilhouette mit einem kleinen Rentier und Schneemann und so einer kleinen Laterne. Sehr, sehr süß. Da ist dann noch Himmlische und Feiertage drin. Und dann habt ihr hier die passende Outline-Stanze noch dazu, um euch diese Kirsche einmal auszustanzen. Da sind dann zwar hier diese Punkte, ja, Schneeflocken, Sterne nicht dabei, aber ihr habt dann diese Silhouette, die ihr auch noch mal ein bisschen höher setzen könnt, zum Beispiel. Genau. Und dann kommt noch mal ein ganz witziges Bundle in den Shop. Wo ist es? Hier. Und zwar dieses hier mit der kleinen Krake. Nennt sich Stadt Socken. Und auch hier gibt es einmal die Outline dazu. Ja, ist auf jeden Fall ganz witzig, dass man dann ja diesen Witz hat. Ja, zu Weihnachten gibt es jedes Jahr Socken, selbstgestrickte von der Oma so. Und das ist dann hier ein bisschen witzig gedacht. Und zwar keine Socken, versprochen statt Socken. Und dann hier nochmal so ein paar kleine Icons. Sehr süß. Genau. Okay, dann gucke ich mal, ob ich alle Stempelsets und Stanzen zum Thema Weihnachten gezeigt habe. Aber ich glaube schon. Der Rest ist dann nämlich nochmal Papier. Aber ich zeige euch nämlich jetzt erstmal noch zum Thema Happy New Year, was heute in den Shop kommt. Und da kommt nämlich heute auch eine mega tolle Stanze in den Shop. Und zwar diese hier. Das ist Stößchen Prosecco Flasche. Ihr seht es jetzt nicht mehr so gut, aber ihr habt hier zweimal eine Flasche drin und hier verschiedene Möglichkeiten, diese Flasche so ein bisschen 3D-mäßig aufzuhübschen, indem ihr hier verschiedene Köpfe habt oder hier Etiketten und hier nochmal so eine Krause, nennt man das, glaube ich. Und so könnt ihr euch hier eure Prosecco-Flasche ganz, ganz toll gestalten. Und ich habe das auch genutzt diese Woche in Verbindung mit dem Thema Happy New Year. Ich zeige euch noch die Stempelsets und dann zeige ich euch, was ich draus gemacht habe. Denn es gibt einmal dieses Stempelset von der lieben Sandra von Papier und Passion. Das nennt sich Design ein neues Jahr. Und da habt ihr Silvester oder nicht, du bist der Knaller. Jahre und Tage vergehen, aber zauberhafte Momente tragen dich durch das Leben. 365 neue Tage, neue Träume, neue Wege, neues Jahr. Dann gibt es einmal hier ein Happy New Year und ein paar Zahlen und ein kleines Glückskleeblatt. Nennt sich Happy New Year. Und da könnt ihr euch das mit der Jahreszahl ganz individuell für jedes Jahr stempeln. Und dann gibt es einmal noch dieses hier. Das nennt sich Neues Jahr, neues Ich. Silvester, Pläne, neues Jahr, neues Ich. Auf ein neues Aufbruch, lass es krachen. Mut, es erwartet dich. The best year ever. Genau, das sind die Sachen zum Thema Silvester. Es kommt noch ein Papier, wobei von dem Papier kann ich euch nicht mehr wirklich was zeigen, weil ich habe es fast bis zum letzten Rest genutzt, aber ich kann es euch hier so ein bisschen zeigen. Und zwar habe ich mir hier solche Tischgoodies gemacht als Set mit zwei Wunderkerzen und mit einem, ich halte es mal so ein bisschen schräg, ich hoffe, ihr könnt sehen, mit einem Glücksschweini, was hier noch ein kleines Herz auf dem Arsch gestempelt hat. Ich fand das so süß. Ja, und da habe ich eben dieses tolle neue Designpapier verwendet. Und habe es sehr ausgiebig genutzt für diese Goodies. Ja, genau. Und da habe ich nämlich schon ein paar vorbereitet. Ich muss allerdings auch noch ein paar vorbereiten. Aber das ist mein Set, was die Gäste bei uns an Silvester auf den Tisch bekommen. Und da habe ich eben auch hier diese Prosecco-Flasche benutzt. Ich habe mein All-Time-Favorite-Stanzenset, diese Glückskleeblätter verwendet. Das nennt sich ein Strauß Glück, das hat. Und dann habe ich hier passend zu diesem Graublau ein bisschen mit Aquarell die Kleeblätter noch bearbeitet. Und dann hier die 24 ausgestanzt aus so einem Gold.
Cardstock. Ja, und finde, das ist ein sehr hübsches Goodie-Set geworden. Das ist auch diese Woche unser Sonntagsvideo. Das machen wir nämlich gemeinsam wieder. Da zeige ich euch, wie ich da das gebastelt habe, auch mit diesen Verpackungen hier. Da habe ich nämlich schon ganz, ganz lange hier mir so ein paar Rohlinge gekauft und finde die super. Wirklich, die sind echt toll. Genau, das ist einmal meine Inspiration dazu. Und wie gesagt, am Sonntag nehme ich euch da wieder mit. So, ich guck mal kurz. Jetzt kommt wirklich nur noch Papier. Und da kommt noch mal ein schöner Schwung in den Shop. Das ist hier übrigens, das ist wirklich, das ist kein Spaß jetzt. Ich hatte zwei Bögen und das ist der einzigste Rest, der nur übrig geblieben ist. Und ich glaube, das Designpapier heißt Let's Have Party oder so. Ja, ist zweiseitig. Einmal vorne sieht so aus und hinten so. Und deswegen hat sich das auch ideal für dieses Goodie geeignet, weil da ist ja dieses Guckloch, wo das Schweinchen durchguckt und man sieht aber auch diesen Hintergrund dann. Und das fand ich sehr, sehr schön. Ich finde das Papier sowieso sehr, sehr schön, weil es so graublau mit so Gelbgold ist und ja, finde ich toll. Werde ich mir selber auch ein paar Bögen noch nachordern müssen, weil mir fehlen noch ein paar Goodie-Schweinchen. Ich hoffe, das kommt noch vor Silvester. Genau, dann gibt es einmal noch dieses tolle Papier, rote Winterbeeren. Und das ist auch wieder wunderschön mit hier so ein bisschen Aquarell. Und ja, könnt ihr auch wieder ganz toll einfach ausschnibbeln und auf die Karte setzen. Genau, leg's mal alles so hier rüber, stapel wieder links und rechts von mir. Dann gibt es einmal feines Wintergrün. Da habt ihr auch wieder Aquarell, aber so ein bisschen dezenter, wie ich finde. Also es ist ein, die Linien sind verwaschener, genau. Aber das ist wieder so ein richtig schönes Papier für eine Verpackung, wie ich finde, für eine Weihnachtsverpackung. Dann gibt es aus dieser Serie noch eine neue Farbe. Und zwar Basic Aquarell Kakao. Das ist jetzt so ein richtig schöner, kräftiger Mauve-Ton, Altrosa-Ton, also für mich ist es, wenn ich jetzt an meine Wand vor mir gucke, ist es genau der Ton. Also für mich ist das so ein schönes Altrosa. Da habt ihr vorne wieder die Sternchen, hinten wieder das Uni, was so ein bisschen meliert ist. Also es ist nicht ganz durchgefärbt. Dann gibt es einmal dieses hier. Kartenaufleger Winterblumen. Und da seht ihr schon auch wieder wunderschöne Motive. Auch hier dieser Kranz. Das wäre auch so ein tolles Drop-on-Set gewesen. Wunderschön. Und es gibt noch ein wunderschönes Papier, wo ich auch Inspirationen mitgemacht habe. Das zeige ich euch gleich. Da kann ich euch aktuell gar keinen Bogen mehr zeigen, weil ich auch da alles verbraucht habe. Aber das passt zu diesem hier. Doch, ich glaube, ich zeige es euch einfach als erstes. Ich habe damit zwei Verpackungen gemacht. So, und das ist nämlich dieses Papier. Im Watch Me Craft seht ihr das Papier ganz. Das ist ein wunderschöner Kranz mit Winterbeeren. Und der nennt sich Fröhliche Weihnachtkranz. Ist mit hier so ein bisschen Schrift. Und ja, ich habe, wie gesagt, eine Flaschenverpackung. Seht ihr das? Ja, eine Flaschenverpackung draus gewerkelt. Das ist unser Watch Me Craft nach dem Freitag heute. Da nehme ich euch mit. Da machen wir einmal diese Verpackung. Und ja, dieses Papier ist einfach so schön. Ich habe nämlich noch eine Flasche damit gemacht. Und zwar diese hier. Die ist mit Graupappe allerdings. Und das war auch mein Prototyp. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe mich am Ende dann dagegen entschieden, das als Anleitung zu machen, weil es einfach mega aufwendig auch war, hier oben dann das Loch reinzubekommen. Und ja, keine Ahnung, im Verhältnis habe ich zu lange dafür gebraucht und ich habe noch so viele Flaschen, die ich einpacken muss. Und deswegen habe ich dann jetzt eine Flasche mit Graupappe gemacht. Da oben dann einfach so ein paar Zweige rein und ein Schleifchen. Den Deckel kann man dann abmachen. Das ist so mit Magneten links und rechts festgehalten. Aber es hat mich nicht so ganz 100% einfach überzeugt gehabt, weil hier auch die Magnete, die muss ich noch mal ein bisschen besser fixieren. Die gehen im Moment noch ab, weil die nicht unter dem Buchlein sind. Ja. Und dann hatte ich mir überlegt, wie kann ich das ähnlich gestalten für diese Flaschen,
weil ich davon, wie gesagt, auch ein paar verschenken möchte. Und dann bin ich zu dieser Verpackung gekommen. Und die geht auf jeden Fall einfacher und flotter. Und ja, genau. Deswegen ist das heute unser Watch Me Craft. Nicht wegfliegen hier. Dann gibt es einmal auf dieses Papier Designline rote Weihnachtsbeeren. Das ist wieder so ein bisschen grafisch in Grau und Rot. Achso, ich habe gar nicht immer geguckt, ob das zweiseitig ist, aber ich glaube. Moment, ich schaue nochmal. Also, ja, die sind alle bisher einseitig gewesen. Außer das Basic Aquarell Kakaopapier. Dann gibt es einmal noch dieses hier, Designline Fröhliche Weihnacht. Das ist auch wieder so ein bisschen grafisch. Und das ist aber jetzt zweiseitig. Da habt ihr einmal hier solche Schleifchen und einmal Tannenbäume und Kugeln und Geschenke. Und dann gibt es als letztes dieses hier. Das nennt sich Bunte Weihnachtsstrümpfe. Und das ist auf der Rückseite hier mit solchen Weihnachtsmännern, die in sämtlichen Yoga-Posen sich bewegen. Genau, hier die Kerze und keine Ahnung, wie die ganzen Figuren heißen. Sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dieses hier passt dann auch wieder irgendwie mit diesem hier zusammen. Also, wer das so ein bisschen witzig mag, ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Genau. So. Also, das waren die Neuheiten von dieser Woche unter dem Motto Happy New Year. War aber auch noch viel Weihnachten dabei. Und wer Lust hat und noch dranbleiben will, wir machen jetzt im Anschluss einmal diese Verpackung für solche Flaschen. Und am Sonntag dann werkeln wir einmal dieses Goodie-Set für Silvester. Genau. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen Start ins Wochenende. Und wir hören uns zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Hallo ihr Lieben, ich möchte heute mit euch eine Verpackung basteln, die ich euch versprochen hatte, eigentlich bei einem Live zu basteln. Da das aber, weil ich ja sehr lange nicht fit war und deswegen auch nicht wirklich basteln konnte, das nicht umsetzen konnte, was mir übrigens immer noch sehr, sehr leid tut. Und ich hoffe, ich kann das nach der Weihnachtszeit mit dem Live, sagen wir mal, besser hinbekommen. Es ist nur aktuell echt so, entweder bin ich krank oder mein Kind ist krank und deswegen ist es super schwer, das einfach zu koordinieren. Nichtsdestotrotz möchte ich euch die Verpackung nicht vorenthalten. Das war diese hier. Die Größe werden wir uns aber allerdings heute anpassen, denn ich brauche Verpackungen für solche Flaschen. Das wird nämlich ein Weihnachtsgeschenk. Und ich hatte das ja auch schon mit Graupappe gemacht, aber ich bin ehrlich, das ist zu aufwendig. Ich habe von diesen Flaschen, keine Ahnung, 4, 5 Stück, die ich gerne verschenken möchte. Und wenn ich die alle aus Graupappe mache, dann sitze ich nächstes Jahr Weihnachten noch da. Deswegen habe ich mir überlegt, dass wir es alternativ aus Papier machen. Dadurch, dass wir hier in mehreren Verschachtelungen arbeiten, ist es auch sehr stabil. Zur Not können wir uns unten auch noch einen Graupappebogen reinlegen, falls das nicht hält. Aber ich denke, das wird sogar halten. Und ja, am Ende möchte ich es dann gerne mit euch noch etwas dekorieren. Genau. Bei dieser Verpackung hier ist jetzt zum Beispiel auch so, ihr hättet euch die auch so groß ziehen können. Was ich auch nicht schlecht finde, wenn ihr jetzt nichts Kleines habt, dann zieht ihr euch das hier so ein bisschen größer und dann passt dann nochmal ordentlich mehr rein. Und ja, bei der Verpackung jetzt, die wir machen, da ist es fix, denn ja, die Flasche ist so lang. Da ist kein Spiel für Schieben. Außerdem brauche ich es bei dieser Flasche jetzt hier auch nicht. Ich habe mir das neue Designpapier rausgesucht. Fröhliche Weihnachtkranz. Und möchte das gerne für die Außenschicht verwenden. Für diesen Teil hier drinnen habe ich mir jetzt ein Texturepapier rausgesucht. Das ist die Farbe. Wo ist es? Hier. Na, komm her. Pein. Genau, denn ich finde, das passt ganz gut von denen, die ich jetzt hier habe, von den Farben. Und
Genau, die werden wir verwenden. Vielleicht hätte man auch was Helles nehmen können, würde auch gehen. Das wäre dann Acacia, wenn man es ein bisschen heller mag. Aber ich mag es jetzt wirklich klassisch rot-grün. Und ich beginne mit dem Außenteil. Genau. Und das sind ja im Prinzip drei Teile: Unterteil, der Mittelteil und der Deckel. Und jetzt gucke ich mal, wo habe ich mein Falzbrett hingeschmissen? Habe ich hier hingeschmissen. Und deswegen müssen wir da jetzt ein bisschen falzen, schneiden, kleben. Und wir starten mal damit. Das können wir eigentlich lassen, weil das wird dann, umso länger man es halt lässt, umso mehr Stabilität haben wir, weil wir dann das auch wieder oben umklappen. Also mit umklappen meine ich das hier. Und umso länger das Stück ist, umso stabiler wird das Ganze auch. Genau. Und deswegen schauen wir mal. Lasse ich mal jetzt erstmal dann tatsächlich den Text hier unten dran, weil das wird ja sowieso der Boden. Wir falzen jetzt eine Runde. Genau, abschneiden tue ich am Ende. Und zwar wird die ganze Box von außen 5,5 cm. Deswegen falzen wir bei 5,5, bei 11. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen, aber ich denke schon, ja, weil ich habe die Kamera mittlerweile endlich mal ein bisschen besser im Griff. 16,5. Das ist jetzt immer hier so ein richtig blödes Maß, aber es geht, weil hier die 16,5 sind, weil man die 16 nicht so richtig gut sieht auf dem Falzbrett. Also 16,5 und 22. 22. Und dann schneiden wir bei 23,5 ab. Aber wir brauchen ja noch eine Klebelasche. Und die schneiden wir uns jetzt einmal ab. Dann haben wir hier noch ein Reststück, das brauchen wir später wahrscheinlich auch noch. So, dann müsst ihr schauen, wo oben und unten ist. Ich mache jetzt den Boden, deswegen drehe ich mir das Ganze so rum. Denn der Boden ist ja dann genauso breit, wie wir gerade gefalzt haben, also 5,5. So, einmal anlegen und einmal hier falzen. Das Ganze an sich, der Unterbau ist 14 cm. Also hier bei 14 versuche ich jetzt hier die Falz anzulegen. Aber das ist ein bisschen schwierig auch. Aber ist auch nicht schlimm, wenn es nicht ganz genau 14 sind. Und dann haben wir hier einmal unser Reststück. Genau. Dann kann das erstmal weg, weil jetzt müssen wir nämlich schneiden. Und jetzt schneiden wir erstmal die Klebelasche. Die ist nämlich hier seitlich, also da, wo wir jetzt 1,5 gefalzt haben. Da schneiden wir jetzt erstmal Klebelasche. Einmal hier und einmal hier. Und dann schneiden wir uns das hier oben alles weg. Ich mag das eigentlich nicht, mit der kleinen Schere so lange Strecken zu schneiden, weil da werde ich dann, umso tiefer ich schneide, immer ungenauer gefühlt. Mag ich nicht, aber das sind die Laschen, die eh nach innen geklappt werden, deswegen ist es nicht so schlimm. So, da haben wir unsere Klebelasche und jetzt müssen wir uns hier, da wo wir gefalzt haben, einmal einschneiden. Aber das mache ich jetzt wirklich mit der großen Schere. Das ist mir mit der kleinen Schere irgendwie zu ungenau. So, einmal. Einmal. Einmal und hier oben auch. Das sind jetzt hier die ganz langen Strecken, aber das ist gut, weil dann ist der Unterbau auch schön stabil. Und wir brauchen wirklich bei dem Gewicht an, was die Flasche einfach hat, ein bisschen Stabilität. Das war auch mein ursprünglicher Gedanke, warum ich das eigentlich aus Graupappe gemacht habe. Aber das ist einfach wirklich zu aufwendig.
mit vor allem dem Deckel, wo dann die Flasche oben ja eine Rundung braucht, um da durchzugucken. Da habe ich mir bald die Finger gebrochen. Und das macht dann auch keinen Spaß. So. Und deswegen gibt es jetzt die Alternative dazu. Einmal alles hier schön falzen. Oben und unten und die Lasche hier. Diesmal habe ich mir auch alle Maße schon vorher rausgeschrieben, damit es nicht immer so ein Desaster ist. Okay. Und dann können wir uns das hier einmal auf die Seiten noch falzen. Und das Papier ist wirklich traumhaft schön. Ich liebe es sehr. Deswegen wollte ich es auch unbedingt gerne als Verpackung verwenden. So, dann einmal schön festkleben die Lasche. So. Gut andrücken. Ja, dann wird das auf jeden Fall wahrscheinlich die Vorderseite, weil da am meisten von dem Muster zu sehen ist. Und das sieht ja echt wirklich traumhaft schön aus. Also ist das die Vorderseite. Das bedeutet, wir können uns einmal hier das so zusammenkleben. Und dann sieht man von dieser Schrift auch am Ende gar nichts mehr groß, weil sitzt eh innen. Und das ist dann hier vorne, aber da mache ich es so, dass ich dann tatsächlich ein bisschen mehr Kleber drauf gebe, damit das nicht so sich nach oben biegt. Und dann haben wir hier einmal unseren Boden. Da mache ich das jetzt so, dass ich einmal noch mit dem Lineal reingehe, das so ein bisschen andrücke, damit es feste ist. Und dann beginne ich wieder, aber ihr kennt es ja schon, damit hier, dort, wo die Klebelasche ist, da klebe ich mir jetzt hier einmal diese Lasche zuerst rein, damit die schön verdeckt ist. Also hier einmal so reinbiegen. Und dann kann man auch hier, weil das wieder eine ziemlich lange Strecke ist, mit dem Lineal reingehen, andrücken und auf der gegenüberliegenden Seite genauso. Da reicht es auch, wenn ihr so ein bisschen Kleber drauf gebt. Und dann einfach hier so ein bisschen rund biegen und einmal hier rein. Also wenn ich Verpackungen bastel, dann mache ich das eigentlich nur noch nach diesem Prinzip, weil das für mich einfach sehr gut funktioniert. Bei den beiden anderen Laschen, da schneiden wir uns jetzt wieder links und rechts so ein Millimeterchen ab, damit wir auch das umschlagen können, links und rechts. Hier und auf der gegenüberliegenden Seite genauso. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm, wenn man am Anfang mit der Schere jetzt vielleicht nicht ganz so genau geschnitten hat, weil man hier ja eh noch mal ein bisschen was wegnimmt, ist es nicht so schlimm. Aber sonst würde ich das eigentlich lieber mit dem Schneidebrett schneiden, dann ist es ein bisschen gerader. Und das ist schon eine recht lange Strecke. Hier einmal dann Kleber drauf. Okay. Dann haben wir schon mal ein Teil von drei fertig. Aber immerhin. Okay, sieht doch sehr, sehr hübsch aus. Also das wird auf jeden Fall die Vorderseite.
Die sieht sehr schön aus. Okay. Dann kann das erstmal trocknen. Geht's weiter mit dem zweiten Teil. Das ist in dem Fall jetzt bei mir dieses Grün. Da haben wir jetzt eine Gesamthöhe von 19 cm. Und wir machen es ja so, weil das nach innen reingesetzt werden muss, muss es 2 mm kleiner sein, damit das passt. Ist fast sogar schon ein bisschen Spack, aber ich möchte, dass es wirklich presssitzt. Deswegen falzen wir jetzt bei 5,3. Das sind 2 mm. Und wie gesagt, ich hoffe, dass das dann schön eng sitzt. Dann bei 10,6. Und nicht so hin und her wabbelt. Denn die Flasche soll ja stabil da drin stehen. 15,9. Ja, das ist jetzt ein richtig blödes Maß. Das muss ich ein bisschen anders lösen. Auch so ein Tipp, weil, also ich habe jetzt hier das Problem 15,9, wobei hier bei dem Falzbrett geht es sogar, sehe ich gerade. Da ist 16 und dann ist hier 15,9. Also bei dem geht es sogar. Ich habe das ja neu oder mittlerweile auch nicht mehr neu. Aber bei vielen sieht man hier die 16 dann nicht mehr und das ist dann richtig blöd. Und bei 21,2. 21,2. Sonst hätte man sich einfach mit einem Lineal das angemarkert und dann eben dann nochmal da angelegt. Und abschneiden tun wir bei 22,7. Dann haben wir nämlich wieder eine 1,5 Klebelasche. Dann das Innenteil einmal unten bei 5,3. Und dann bei 24,3. 24,3. Damit wir in der Mitte 19 cm haben. 19 ist nämlich bei meiner Flasche ungefähr hier dieser Bereich. Genau, wenn ihr eine andere Flasche habt, was ihr wahrscheinlich habt, dann müsst ihr die Höhe natürlich anpassen. Genau, gleiches Prinzip wie eben. Auch die gleichen Laschen, das ist ja vom Prinzip her einfach nur die Höhe geändert. Deswegen mache ich das einmal im Schnelldurchlauf und dann hören wir uns gleich wieder. Okay, wenn man zu grobmotorisch ist, wie ich gerade, dann reißt man sich hier hinten so eine Ecke ab und jetzt sieht das nicht mehr so schön aus. Aber ich packe es einfach nach hinten und dann geht's wieder. So, jetzt können wir das einmal hier reinstecken. Ich habe das vorhin schon mal geprüft und das Ganze passt auch.
Aber ich wollte ja eigentlich, dass das vorne ist. Also so rum. Genau. Und genau, dann passt die Flasche nämlich jetzt hier so rein. Und jetzt können wir den Deckel draufsetzen. Der wird nämlich dann nochmal den Abschluss ganz schön machen. Hier ist leider ein bisschen Überstand, aber geht. Und ich denke, vom Boden ist es auch okay, weil ich habe jetzt hier einen Boden, ich habe bei dem einen Boden. Sollte eigentlich vom Gewicht her passen. Okay, für den Deckel, das mache ich wieder ein bisschen speziell, weil der Deckel oben ein Loch benötigt, was ich nämlich noch nicht geschaut habe. Das mache ich jetzt erstmal. Ich suche mir mal kurz einen passenden Kreis aus und dann schneiden wir uns gleich die Teile für den Deckel. Mein letzter Papierbogen, das muss hinhauen. Ich habe jetzt einen Kreisstanzer 1,5 Inch genommen. Der ist fast 3 cm. Wenn es ein bisschen größer ist, ist nicht schlimm. Ich hatte nämlich auch überlegt, ob ich die Flasche noch in Papier einpacke, was dann oben auch so ein bisschen rausguckt. Das schauen wir aber, wie das aussieht, wenn die Verpackung fertig ist. Für den Deckel oben brauchen wir auf jeden Fall schon mal ein 5,5 mal 5,5 Quadrat. Jetzt gucke ich mal, ob ich das noch hier hinkriege. Ja, das kriege ich noch hier hin. Also 5,5. Und da schaue ich mal, weil ich möchte irgendwie schon auch so ein bisschen was von diesem Bärenmotiv da drauf haben. Also vielleicht irgendwie hier so. Dann ist es nämlich oben der Deckel. Also so. Und da bauen wir uns ja jetzt die Seitenteile dran. Denn das ist jetzt nur die Frage, wie kriege ich jetzt hier die Mitte gut hin? Weil ich es nämlich nicht mehr so richtig sehe. Das ist jetzt so richtig, schauen wir mal. Aber der Kreis ist ja ein Ticken größer, als er sein müsste. Ja, nicht ganz, aber ich denke, das ist okay. Moment. Ja, seht ihr, das ist noch ein Ticken größer und dann kann man ja gucken, dass man da noch irgendwie wirklich mit Seidenpapier oder so arbeitet. Genau, lassen wir so. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir hier überall gut die Seiten anschließen können. Sonst muss ich mir das gleich nochmal ein bisschen ausstanzen. Genau, weil für die Seiten brauchen wir jetzt zwei Streifen, jeweils in 5,5 mal 7. Also hier 5,5 in der Länge. 5,5 und dann nochmal 7,5 in der Breite. Oh, das ist clever. Ich habe nicht mal geguckt, ob das passt, aber es müsste gerade so passen. Ah. 7,5 und hier auch nochmal 7,5 und dann hat man richtig viel von dem Bogen weggeschnitten. So, und dann haben wir so ein bisschen das Problem, dass hier ja Schrift drauf ist und manche Schrift wird einfach auf dem Kopf wahrscheinlich stehen. Das ist dann halt so. Da mich jetzt nur mit zu beschäftigen, dass das nicht auf dem Kopf steht, das ist mir ein bisschen zu... Ne, mache ich nicht. Also, das heißt, wir falzen uns das Ganze. Da das hier nicht so breit ist, mache ich jetzt hier 0,5. Ich hatte es ursprünglich mal mit 1 Zentimeter bemessen, aber ich mache es jetzt mit 0,5. Ich schneide mir aber hier oben die Schrift mal ab, weil der Streifen reicht auch so. Das heißt 0,5 falzen. Und dann bei
3 cm, denn der Deckel soll 3 cm hoch sein, also dann nochmal bei 3,5. Und dann nochmal bei 6,5, weil ich möchte es auch wieder umklappen. Also bei 6,5. Kann man eigentlich abschneiden bei 6,5. Genau. So, dann haben wir nämlich das. Dann schneiden wir uns hier so ein bisschen diese Mini-Ecken raus. Ah, das war jetzt hier die breite Seite. Da habe ich noch was vergessen. Da schneiden wir uns jetzt, oder falzen wir uns nochmal die Seiten bei 1 cm. Und dann drehen wir das und nochmal bei 1 cm. Genau, das sind nämlich die Klebelaschen. Dann müssen wir das nämlich hier einmal so schneiden. Und einmal. So. Und hier unten kann man auch noch mal den Keil wegschneiden. Beziehungsweise hier oben müssen wir es wegschneiden, nicht? Ich habe ja vergessen, dass ich hier noch gefalzt habe. Also das muss weg und das muss weg. Einmal hier. Also dann hier und das muss weg. Okay, so, das sind kleine Putzelteile hier mal weg. Das gleiche brauche ich nochmal. Dann nehme ich auch wieder hier das, wo nicht so viel Schrift drauf ist. Da schneide ich mir hier oben einmal die Schrift weg. Eigentlich hätte ich mir das nur einmal als Streifen schneiden müssen, sehe ich gerade. So, das heißt hier wieder 0,5, 3,5 und 6,5 abschneiden. Und dann einmal 1 cm links, rechts, für euch rechts. Ich auch einmal drehen und noch mal bei 1 cm. Dann haben wir schon mal zwei Seitenteile vom Deckel. Abschneiden wieder. Sieht es nicht so richtig bei dem Licht. Okay, dann haben wir das zweimal und jetzt brauchen wir ja noch die anderen Seitenteile. Das gehört auch dazu. So, hier fliegt mittlerweile alles Mögliche rum. Ich schneide mir wieder die Schrift ein bisschen ab. Und bei dem haben wir wieder 0,5. Gucken, dass er nicht mehr rutscht. So wie ich gerade. 3,5 und 6,5 abschneiden. Da haben wir jetzt keine Klebelaschen. Die haben wir ja schon bei den anderen. Da können wir uns nur hier die kleinen Dreiecke hier oben wegschneiden. Und dann kann ich das hier eigentlich, glaube ich, nochmal verwenden. Die Schrift hier wieder ein bisschen weg. Und dann 0,5, 3,5 und 6,5 abschneiden. Dann habe ich hier ganz viel Papier jetzt noch rumfliegen.
Also ihr hättet gar nicht so viel Streifen schneiden müssen. Ihr könnt euch einfach nur zwei Streifen schneiden, weil das reicht für den Deckel. Das kann alles mal weg. Die Reste hier behalten wir noch, kann man vielleicht noch zum Dekorieren verwenden. Wir schmeißen ja nichts weg. Wir halten ja so gut wie jeden Pizza. Okay, jetzt setzen wir uns mal unseren Deckel zusammen. Einmal umdrehen. Erstmal alles falzen vielleicht. Genau. Gleich kommt der schöne Part, das Dekorieren. Und da möchte ich eigentlich gerne auch mit euch noch Siegel machen, denn der Plan ist, vorne wieder das so ein bisschen rund zu dekorieren. Und dann möchte ich auch gerne einen von den tollen Siegeln verwenden. Und da ich keine auf Vorrat habe von den ganz neuen, müssen wir uns einen einfach machen. So, und ich würde dann so gerne noch mal versuchen, ob ich das zweifarbig hinbekomme, weil Andrea von Frau Blütenstempel fixt einen da ja auch die ganze Zeit mit an. Sie macht das einfach so toll und ich möchte das auch gerne können. Aber bisher war das nicht so von Erfolg gekrönt. Aber gut, ich versuche es noch mal. So, dann bauen wir uns hier unsere Teile dran. Es ist so, dass das halt manchmal auf dem Kopf steht oder nicht ganz zusammenpasst. Es ist ja ein Kranz und da hat man halt nicht überall das gleiche Muster. Aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm. So, einmal das Seitenteil. Dann einmal das Seitenteil. Ich hoffe nur, dass das nicht zu instabil ist mit nur einer Lage Papier und dem Loch. Aber ansonsten würde ich mir da einfach noch mal ein Stück Papier schneiden und einfach noch mal ein Loch ausstanzen. Dann passt es, oder ist es vielleicht ein bisschen stabiler, aber schauen wir. So, dann haben wir hier unseren Deckel. Also ich habe das jetzt auch nur so kompliziert gemacht, wegen dem Muster. Sonst hätte man das natürlich auch so ausschneiden können. Aber damit das Muster nicht ganz schlimm aussieht, habe ich das halt jetzt so einzeln gemacht. Und jetzt müssen wir uns einmal hier noch die Klebelaschen zusammensetzen und dann einmal auch alles wieder umschlagen nach innen. Also, das ist jetzt wirklich nur dem Muster geschuldet gewesen. Ich glaube, es ist ganz gut geworden, so mit dem Muster. Wenn man die Schrift ein bisschen wegschneidet, hat man das. Was ist hier jetzt passiert? Naja, da habe ich irgendwie falsch gefalzt. Gut, müssen wir gleich mal gucken. Da bin ich irgendwie ein bisschen schräg gekommen anscheinend. Ansonsten, ja, das ist nur das eine. Einmal hier umschlagen. Und auf der gegenüberliegenden Seite auch. Hier schneiden wir die Teile wieder weg. So, jetzt diesmal nicht wegreißen, damit es auch schön aussieht.
So. Und dann hier einmal auch umlegen. Hier ist es jetzt leider ein bisschen verschoben. Da habe ich gefuscht. Hier habe ich gefuscht. Ja. Kommt nach hinten. Alles, was gefuscht ist, kommt nach hinten. Oder muss mit Deko überklebt werden. Das ist meine Lösung dann. Okay. So. Jetzt gucken wir mal. Passt. Sehr gut. Das heißt, das Ganze sieht jetzt so aus. Ist doch ganz gut geworden. So. Das kann man so lassen. Und jetzt kommt eigentlich der schöne Teil, denn jetzt möchte ich hier natürlich das noch ein bisschen dekorieren. Und suchen wir mal die Kreisstanzen dazu raus und dann schauen wir mal, wie wir das dekorieren und welchen Siegel ich benutze. Da gibt es ja so viele schöne. Und dann, ja, schauen wir mal, was wir draus machen. Ich habe ein paar Kreise ausgestanzt, beziehungsweise ich habe mir hier so einen schönen Kranz ausgestanzt aus diesem Stanzenset, das gab es letztes Jahr mal bei Kreativdepot. Da weiß ich leider nicht, ob man das aktuell noch irgendwo kriegen kann. Auf jeden Fall, das hier ist der Name und ist von Graft & You. Das habe ich mir ausgestanzt. Dann einen ganz normalen roten Kreis, wo ich das hier gleich festklebe. Und dann nochmal hier einen Kreis, der hier so einen schönen Rand hat. Der soll hier oben drauf, ein bisschen mit Abstandspad. Das ist aus diesem Set. Auch schon uralt, eins meiner ersten Set. Und ja, keine Ahnung, ob es das noch gibt. Auf jeden Fall, das nennt sich dann irgendwie hier so. Genau. Und ich habe hier schon mal das Stöfchen angeschmissen. Und ich möchte gerne diesen Siegelkopf verwenden. Und ich nehme einmal hier die Farbe Bronze von den Sticks. Das ist aber eigentlich kein Problem, denn wir können uns die Sticks auch ein bisschen klein schneiden. Und dann haben wir nämlich, oh, vielleicht sollte ich da nicht eine gute Schere nehmen. Oh, wo habe ich denn jetzt hier so eine, da, so eine billige Schere. Oh, meine gute Schere möchte ich da jetzt auch nicht kaputt schneiden. So, und gucken wir mal, ich glaube, ich brauche davon dann so ungefähr zwei. Ah, ich habe noch was vergessen. Können wir jetzt hier schon mal reinlegen. Wenn nicht, schneide ich gleich noch was. Ich brauche noch die Matte, die Silikonmatte, die es von Kreativdeko gibt. Diese hier, denn ansonsten wird das hier auch nicht besonders gut auf meiner Matte hier. Oh, hier, komm raus. Einmal so. Okay. Und dann hätte ich eigentlich noch ein Streichholz, einen Zahnstocher benötigt. Habe ich natürlich jetzt auch nicht. Ach ja, ich bin wieder richtig gut vorbereitet heute. Mhm. Wie kann ich das jetzt rumrühren? Gibt es eine Alternative? Oh jo, nehmen wir mal eine Aale. Oh, vielleicht keine, die ein Loch in der Mitte hat, wo sich das dann festpoppt. Wieso habe ich jetzt hier nicht mal irgendwie... Oh, ja, egal, ich nehme jetzt hier mal die Aale. Ist jetzt wirklich nur aus der Not heraus, damit ich das hier einmal ein bisschen verrühren kann. Wobei ich das wahrscheinlich bei einfarbig gar nicht unbedingt machen muss, aber... Ja. Beim nächsten Graupappe-Projekt habe ich dann ein bisschen Wachs mit dran. Macht nichts. So, dann nehmen wir einmal hier diesen wunderhübschen Hirsch im Wald. Das ist echt ein richtig toller Siegel. Habe ich auch noch nicht verwendet, deswegen der ist so richtig schön. Ja, was hier passiert? Auch schön. Das Gewinde hat sich gelöst. Mhm. Schön. Kriege ich das jetzt hier wieder rein?
Hatte ich auch noch nicht. Okay, kriegt man aber wieder hin. Der Siegelkopf hier heißt übrigens Hirsch. Und mal gucken, ob ich jetzt hier. Mache ich das. Ist das schon flüssig genug? Ja, aber ich glaube fast, ich habe ein bisschen wenig rein. Das sieht ja nicht so Bombe hier aus. Einmal hier noch ein Zewa. Da kann ich ja keinen Krieg mit gewinnen. Mit dem hier. Aber gut, ich probiere es mal. Da werde ich mir wohl noch ein bisschen was. Den werde ich da wohl noch mal reingeben. Den gebe ich da noch mal rein, weil das ist mir ein bisschen zu dünn. Das ist das Schöne am Siegel erstellen. Ihr könnt euch dann einfach wieder euer verhunztes Siegel da reingeben. Ja, in der Zeit, wo das jetzt hier so ein bisschen weich wird, kleben wir uns einmal das hier zusammen. Wo ist mein Kleber? Hier. Dann Feuer da drauf. Klebe ich das jetzt am cleversten fest. Einfach hier vorne so ein bisschen an den Blättern. Mehr ist es nämlich nicht, wo das festklebt. Einmal so. Und dann mit den 3D-Punkten nochmal das hier höher setzen. Und das Ganze an sich wird dann auch nochmal höher gesetzt. So. Und das möchte ich dann insgesamt auch noch mal höher setzen hier. Also kriegt das hier. Die 3D-Punkte reichen ja eigentlich. Das soll ja hier so sitzen. Das kann man ja eh nicht verschieben. Wie bei dem anderen, aber das sollte auch nicht so. So soll es auch nicht sitzen. So sieht es auch irgendwie komisch aus. Es sollte schon so sitzen. Dann kleben wir die einfach hier hin. Zwei Stück müssten ja reichen. Hier kocht es schon neben mir. Einmal. Ist das mittig? Es klebt, es bleibt. So, das sieht hier, glaube ich, schon ganz gut aus. Schauen wir mal. Ja, das sieht besser aus. Das legen wir mal hier hin. Und dann einmal das Siegel. So. Habe ich das jetzt wieder weggeschmissen? Wo habe ich das jetzt hin? Bisschen warten. Ich habe jetzt hier die Farbe Bronze genommen, so ein bisschen nochmal als Kontrast, weil jetzt ist hier alles weiß, rot, grün und ich finde Bronze passt dann nochmal ganz gut dazu und deswegen nehmen wir das jetzt nochmal. Das hier tue ich jetzt hier einmal noch reingießen, weil ich brauche ja eigentlich im Moment nur ein Siegel. Das Problem ist immer nur, da könnte man echt stundenlang da sitzen und diese Siegel produzieren. So, jetzt aufpassen, das ist ein bisschen heiß logischerweise. Aber ich wische mir das dann immer hier gleich schon wieder sauber. Aber wenn das kalt ist, kriegt ihr das nicht mehr sauber. So. Gut. Einmal ablegen, weil es ist immer noch heiß. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Wie sieht das? Dann kann man hier auch auspusten. So, ein bisschen hier zur Seite. Kann das abkühlen. Und dann gucken wir uns mal das Siegel an. Ist das schön. Schaut mal. Oh, der ist so richtig schön.
Auch die Farbe. Und jetzt schaut mal das hier so drauf. Sieht mega aus. Gefällt mir richtig gut. Das kann auch erstmal hier hinten noch trocknen, abkühlen. Und wir widmen uns dem Ganzen hier. Setze ich den jetzt auch noch mal höher. Wäre irgendwie auch ganz nett, wenn der noch mal ein bisschen höher sitzt. So richtig schön gestapelt. Da könnt ihr hier auch einfach so einen 3D-Punkt drauf geben. Das hält. Und könnt dann euch da jetzt einfach so dahinsetzen. Doch, ist der schön. Richtig schön. Das kann hier wieder rein. Und jetzt ist die Frage, tüttel ich da noch ein bisschen Band drumrum, weil das hier oben sieht ja echt noch ein bisschen lame aus. Also so vorne ist gut, sieht richtig schön aus. Ich könnte mir noch vorstellen, dass ich da gleich noch ein bisschen mit Colirus sprenkel, weil das ist mir hier ein bisschen zu matt. Ja, und mir fehlt einfach ein Band noch. Hier oben, das passt soweit, das kriegt man dann auch alles gut raus. Und ich wollte ja eventuell noch Seidenpapier hier oben machen. Da schaue ich jetzt auch kurz noch mal nach, weil mir ist das hier oben einfach noch zu nackig. Und wenn das Seidenpapier noch rausschaut und da vielleicht noch ein Band drumherum ist, dann sieht es noch mal ein bisschen hübscher aus. Also ich räume hier auch einfach mal kurz noch auf und dann schauen wir gleich mal. So, ich habe jetzt hier ewig rumgefummelt und ja, wie ihr sehen könnt, ist hier jetzt etwas Seidenpapier dazu gekommen. Leider war meine Auswahl sehr stark beschränkt. Es gab nur rosa, Babyblau oder Gold. Ist natürlich jetzt nicht ganz harmonisch mit dem Bronze hier, aber mich stört es jetzt nicht. Und ich habe das wirklich jetzt hier gerupft und gemacht, damit das hier auch nicht so extrem voluminös ist. Aber ich finde, es sieht eigentlich ganz nett aus, wie so ein goldenes Blattwerk hier oben. Habe hier unten dann noch eine Schleife drumherum gemacht und möchte jetzt als Abschluss, also die Verpackung kriegst du auch wie gesagt nur einmal auf, weil danach ist, du kannst aber theoretisch, das ist ja das Gute, du kannst hier die komplette Flasche rausziehen, ne? Also das geht schon. Aber ja, danach, wenn du die Flasche rausgezogen hast, dann und sie benutzen möchtest, dann wirst du es wahrscheinlich nicht mehr in die Verpackung reinkriegen. Aber soll man ja auch eigentlich nicht, weil es soll ja auch genutzt werden, was drin ist. Ich nehme jetzt hier die Farbe Rust von den Colirus oder Rust oder wie auch immer das heißt und möchte hier einfach noch den letzten Glimmer-Effekt draufgeben. Eventuell sogar noch mit Weiß, aber jetzt wollte ich erstmal das hier versuchen und sprenkel mir jetzt hier erstmal ein bisschen drüber, weil mir das einfach noch ein bisschen zu wenig Klemmer hat. Und ich sehe aber schon, dass ich auch noch mit Weiß sprenkeln möchte. Und dann nehme ich hier wieder, gut schütteln, weil das setzt sich immer ab, nehme ich hier das Vincent Newton Ink. Das ist richtig gut für Weiß zu sprenkeln. Das bleibt nämlich tatsächlich mal weiß, ne? Und das wird nicht hell. Und deswegen, das ist richtig cool. Das Einzige, was gar nicht cool ist an der Farbe, man kriegt die, wenn man die gesprenkelt hat, so gut wie gar nicht mehr runter. Und deswegen lege ich mir jetzt hier so ein bisschen was hier unten drunter. Hab das gut geschüttelt. Und dann einmal hier mit dem Pinsel rein. Und dann hier auch nochmal Schnee sprenkeln. Und dann sieht das doch richtig schön weihnachtlich aus. Das darf auch ruhig ein bisschen mehr sein. So, dann sieht das hier doch ein bisschen verschneit aus. Hier gebe ich auch ein bisschen was drüber, weil ich finde, das sieht auch ganz nett aus, wenn das hier über diesen Beeren noch ist. Ja, das reicht doch so. Könnt ihr das hier ein bisschen sauber machen? Pinsel müsst ihr wirklich gut sauber machen. Nehmt ihr am besten auch welche, die nicht so teuer sind. Und weil die kriegt man nicht mehr so super sauber. Seht ihr ja, also das sind jetzt hier so meine Pinsel, mit denen ich immer Sprenkel mache. Ja. Wer natürlich möchte, kann auch noch einen Spruch dazu machen. Ich brauche es jetzt nicht. Für mich reicht das so. Und ja, dann
wären wir mit der Verpackung auch fertig. Ich finde, sie ist richtig schön geworden jetzt, auch mit diesem Gold oben dran. Wer das natürlich nicht mag, das ist Geschmackssache, aber ich finde es nochmal ganz nett als Abschluss für die Flasche. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch wieder einen wunderschönen Tag und dann sehen wir und hören wir uns zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.